Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Samstagmorgen ist es. Und ich fahre zum Bauhaus. Warum fahre ich zum Bauhaus? Dreimal durfte er raten. Geschirrspüler. Brauchen wir noch einen kleinen Teil. Irgendwas zum Anschließen brauche ich noch. Und da habe ich ja nur heute Zeit im Bauhaus zu gucken. Vor der Arbeit. Ich hoffe, die haben schon offen. Warum macht der denn so spät auf? 8 Uhr, ey. Nee, es wird zu spät. Für den Baumarkt. So, ich bin total unzufrieden, weil ich habe natürlich nicht das bekommen, was ich wollte. Es ist zum Kotzen. Warum gibt es denn diese Anschlüsse nicht so, wie man sie braucht? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist ein ganz schöner Karton. Wir müssen mal richtig ackern. Atomindustrie. Atom. Atom. Da war ich ja gewundert. Hast du schon benutzt? Ey, gerade noch zu mir gesagt, du musst noch Wasser reinkippen, weil vom ersten benutzen. Wie, ich will zugucken. Nee, warte, ich muss da oben weggehoben werden. Mach mal zu. Einer. Mama Mia. So, Achtung. Voll abgrabe, passt nicht. Hallo, morgen. Morgen. Kann ich dich was fragen? Ja. Ich habe meine Freundin hat so einen Hollandbart mit Namengangschaltung. Ja. Und ich krieg das in den Shannon selber eingestellt, dass alle drei Gänge funktionieren. Also es gehen immer zwei und einer springt dann drüber. Und man das ist hat den falschen ja, Hebel. Eigentlich hat man ja nichts außer dem, ne? Außer dem Seil mit dem Drehrädchen, wo man die Feineinstellung macht. Oder gibt es da noch eine andere? Nee, du hast einen falschen Hebel. Wie ein falscher Hebel? Domi Archer Schaltung und eine Torpedo-Schalthebel. Genau, das ist ein Torpedo-Schalthebel, ja. Und eine Domi Archer Schaltung hinten. Wahrscheinlich, ja. Ja, das passt nicht zusammen. Kann nicht funktionieren. Ja. Ah, so gekauft. Angeblich so gefahren jahrelang. Naja, nur mit zwei Gängen. Ja. Damit glaube ich, bin total sauer. Passt nicht, diese Scheiße funktioniert nie. Und ich ärgere mich in so einem Moment natürlich immer darüber, dass ja alles schon mal da war. Das ist natürlich dann auch vielleicht ein bisschen ungerecht. Aber ist es eigentlich nicht, vielleicht war ich schon mal da. Warum habe ich das abgebaut und so? Warum ist das alles wieder weg? Ich finde natürlich jetzt die passenden Teile nicht. Ich könnte kotzen. Zweimal Aquastopp, ihr kriegt das nicht hin an diesen verfickten Wasserhahn. Ey, wisst ihr, wie ich das mache? Ihr kriegt eine Krise. Irgendwo muss ich das haben. Irgendwo muss ich diese Teile ja haben. Oder ich habe die mit dir hier. Ich weiß es nicht mehr. So ein Dreier, ich weiß ja nicht mal, wie das heißt. Kommt gleich noch ein Stuhl. So, ich war bei Drössler und hab das passende Material geholt für diesen Geschirrspüler. Es ist ein Wahnsinn, ey. Das hat mich so aufgeregt. Glaubt ihr ja nicht? War so sauer.
Aber jetzt ist es erledigt. Heute Abend schließe ich an und es wart. Ich freue mich. Normal ist hoffentlich auch dann. Finally, it's done. Das ist nicht schlimm. Mach's nochmal. Ja, der Thorsten ist da und er hat ein Plagiat einer GoPro mitgebracht, die es bei Konrad zu kaufen gibt, für 50 Euro. Was? 50 Euro? Oh mein Gott. Rankforce Action Cam RFAC 1080p. Ich öffne. 50 Euro, ey, da kann ich ja 10 Kameras kaufen. Natürlich genau das gleiche System hier irgendwie. Ja, für wen denn? Kommt drauf an! Ah, will ja nicht! Jetzt aber. Will er, naja. Dir auch, ciao, ciao. Was für ein Haufen Schuhe, ey. Unglaublich. Was ist denn das? Das ist ja schon mal. Bei GoPro zahlst du für jedes Teil extra. Hier kriegst du alle Teile umsonst gratis mit dabei. Für Fuchs, Alter. Für einen Fuffi. Ich fasse es nicht. Eine Fake GoPro. Ja, perfekt. Wunderbar. So, befreit ist sie. Papa, mal ess das. Da Anouk. So, kannst du jetzt. Okay. So, viel Spaß, okay? Ich liebe da ja nicht. Da ist noch gar kein Akku drin, wa? Doch, Akku ist drin. Eieieiei. Ich schalte ein. Oh, sieht aber sehr pixelig aus. Das Display ist schon mal nicht so dolle. 1080, no card. Okay, die Karte machen wir hier rein jetzt. Ach, Thorsten, ey, scheiße. So, Karte. Laden. Kabel. Müssen wir erstmal laden, das ist ja hier. Naja, das ist natürlich super billig und alles. So, erstmal schließe ich es an zum Laden unten im Keller und dann schauen wir mal später mal, wie das Ergebnis ist. Hey. Moin. Ich bin's, der Vogel mit dem Konarreich. Ja. Natürlich kein Abzieher zu Hause hat. Für die Scheißprobe. Kannst du dich noch erinnern? Nee. Phase ist schon verkauft, wa? Ich hatte einen Fahrer mitgebracht, hier war die Pedale. Ach so, ja, ja, stimmt, ja. Nee, gestern hab ich direkt gedacht, wo ist denn der, ey? Ich habe ein paar Mal angerufen, bin aber nicht durchgekommen. Nee, anrufen ist nicht, weil im Sommer bin ich ja immer hier. Ja. Und hier unten habe ich eh keinen Empfang, deswegen halt im Sommer kein Telefon. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Ich wollte nicht Bescheid sagen, ich bin nicht in der Stadt, komme aber nächsten Samstag vorbei. Okay. Naja, hast du jetzt ja mal. Hier bin ich. Genau, ich habe natürlich keinen Abzieher mehr zu Hause. Ja, deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch nicht abgebaut irgendwann.
Oh, ist das schlimm hier. Was ist denn das hier? Ja, und? Ja, Müll, aber. Ja, Schrott. Wolfgang, guck mal, was ist denn das? Was ist denn das da? Also, Foto war was. Oh, nee, der macht ein Video. Video? Ja, stell dir mal vor. Ach so. Ja. Und du? Ja, stell mal nach. Jetzt mache ich hier ein Video. Ach so. Und da ein Video. Bist du verblutet? Was ist denn los? Wolfgang, alles klar bei dir? Ja, da bin ich. Der heißt auch Thomas, den kenne ich auch schon ein paar Jahre. Der sagt, was ich heute mache, er steht Hermannplatz. Ja. Der wollte da kommen. Ja. Ich sage, nö, sag, Samstag brauchst du mir nicht kommen, seit Wochenende, sag ich, bin verabredet. Ja, aber was ist denn los? Blablabla. Ich sage, mein Telefon ist kaputt. Ich sage, na ja, und? Da liegt er auch nicht für, sag ich, wenn dein Telefon ist kaputt. Fall dir runter, bitte. Nee, ich bin verabredet, so. Kann keiner mit angucken hier. Setz doch mal hier hin, du bist ja. Ja, die Sonne ist nicht da. Ja, komm gleich dahin. Ja. Und wie gesagt, und er jaut und jaut. Ich sage, ich setze alle bekloppt sein. Ich sitze da auch, jetzt da und warte, wenn einer mal anruft, wollen wir einer mal kommen. Hallo. 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 Na? Hamza? Hä? Hamza? Was? Hamza? Hä? Honda? Ja, ist gut. So, Kamera. Ja, perfekt. Mein erster Auftritt heute. Pass auf, jetzt ist die Drehung. Läuft das? Läuft diese jetzt? Die läuft schon eine Stunde 38 Minuten. Und läuft das? Die läuft die ganze Zeit. Das ist verrückt. Für heutige. Na? Heute schneidest du mich selbst? Heute schneide ich selbst. Nicht so viele Sachen passiert? Eigentlich nicht. Ich habe oft vergessen, die Kamera anzumachen. Schöne Klaus. Wolfgang. Ja. Kannst du ein bisschen singen, bitte? Hä? Kannst du singen? Ob ich was habe? Singen. Nee, kann ich nicht singen, kann ich nicht. Junge, komm mal wieder, bald wieder. Ja. Das ist keine Tischlerfrau. Das ist eigentlich Kunde hier gewesen. Ach so. Ja, und jetzt ist er, jetzt macht er eventuell eine Dokumentation halt, ne, über den Laden hier. Ach so, wirklich gar nicht so schlecht. Ne? Jo, liebe Leute, spezifische Sachen von heute gab es nicht, möchte ich mal sagen. Weiß ich nicht. Ich schneide jetzt alle, lad's hoch und werde ja dann sehen.
was ich euch kredenzen kann, ich kann mich an nichts genau, ehrlich gesagt, erinnern. Da weiß ich jetzt gerade nichts. Deswegen. Tja. Ja, Jan, der gute Jan, der hat ein Doku-Probestück gedreht. Keine Ahnung, ob ich das zu sehen bekomme dann am Ende oder nicht. Muss ich schauen. Würde mich natürlich freuen. Und jetzt mal zu. Und wir sehen uns vielleicht sogar morgen. Hey, ich muss ein bisschen aufräumen müssen hier. Das ist so chaotisch. Das hat sich wieder so viel angesammelt. Aber mal sehen, was die Familie machen will. Vielleicht auch Familientag wieder oder wir schauen mal. Also, wir sehen uns. Bis morgen. Bleibt gesund. Schöner Tag war heute vom Wetter her. Ich hoffe, morgen wird genauso schön. Verbringt den Sonntag schön. Bis dann. Am Montag sehen wir uns spätestens wieder. Also bis dann. Ciao.